Dirk, der finale Test vor dem Punktspielauftakt 2020 nächste Woche endete hier im Erzgebirgstadion 3:1 gegen Lok Leipzig. Wie hast du das Spiel gesehen? Ich glaube, dass wir sehr ordentliche erste Halbzeit gespielt haben. Viele spielerische gute Momente drin hatten. Zwei, drei Situationen auch, die mir nicht gefallen haben, wo wir vielleicht zu sorglos waren und nicht konzentriert Fußball gespielt haben, dadurch den Gegner zu gefährlichen Aktionen eingeladen haben, wo auch aus einer der Elfmeter daraus resultierte, aber im Großen und Ganzen hat die Mannschaft da schon die Vorgaben, die wenigen Vorgaben, die wir gemacht haben, sehr gut umgesetzt und dann auch leistungsmäßig sehr viel und sehr gut gezeigt. Ich denke, dass in der zweiten Halbzeit ein bisschen Abfall oder zu sehen war, leistungsmäßig einerseits bedingt wahrscheinlich durch die viele Wechselei, die von beiden Mannschaften vorgenommen wurde. Auf der anderen Seite war das Geläuf auch immer schwieriger zu bespielen, weil ich glaube, dass der Platz nicht im besten Zustand war von der Konstitution her und ein paar Konzentrationsmängel da auch eine Rolle gespielt haben. Aber das Spiel hat seinen Zweck voll erfüllt. Ich denke, dass jeder Spieler nochmal die Möglichkeit bekommen hat, über einen etwas längeren bzw. kürzeren Zeitraum seine Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Wir hatten 20 Spieler nochmal im Einsatz. Ich muss grundsätzlich sagen, dass wir eine sehr gute Vorbereitung hinter uns mit dem letzten Test heute gebracht haben, dass ich mit dieser Vorbereitung total einverstanden bin, sowohl was die Einsatzbereitschaft, die Motivation der Mannschaft betrifft, was auch die Bedingungen betroffen hat, die wir sowohl in Aue vorgefunden haben, als auch dann im Trainingslager in Spanien. Und ich denke, dass wir dadurch auch mit sehr viel Optimismus ins erste Spiel gegen Wien Wiesbaden gehen können. Dankeschön. Ja, hat einen sehr ordentlichen Ball von hinten raus gespielt. Man hat ihm natürlich angemerkt, dass ihm die hundertprozentige Bindung zu den anderen Mitspielern noch etwas gefehlt hat. Aber ich denke, dass er auf einem guten Weg ist. Hat durch ein sehr gutes Kopfballspiel gezeigt, dass er auch in der Luft stark ist. Gute Spieleröffnungen gebracht, auch nach Balleroberung klaren ersten Ball meistens nach vorn gespielt. Und ich denke, dass wir in den restlichen 16 Spielen noch sehr viel Freude an ihm haben werden. Ist schon ein bisschen das eingetreten, was Sie schon gehofft haben, dass der Konkurrenzdruck auch schon ist? Sie das schon so? Ja, definitiv glaube ich, dass wir mit dieser Verpflichtung auf der einen Seite durch die, auf die Verletzungsmisere reagiert haben. Malcolm Kakutalua auch immer näher an die Mannschaft ranrückt. Auch heute in der Einsatzzeit, die er bekommen hat, ein gutes Spiel gemacht hat, dass er auch Ansprüche anmeldet für die Dreier-, Fünfer-, Viererkette, je nachdem, wieder zur Verfügung zu stehen und dass wir da in näherer Zukunft auch die Qual der Wahl haben, weil ich denke, dass wir mit Gonta Mihojevic, die eine überragende Vorrunde gespielt haben, jetzt auch den Konkurrenzkampf mit Rasmussen und mit einem immer stärker werdenden Kakutalua schon ordentlich angeheizt haben. Wir sind auf Kempe für Strauß Wars, die identische Elf zu Korte Fürth. Ist der von Ihnen eigentlich besagte Fingerzeig, ne, auf Wiesbaden, kann man schon so sagen? Ja, es waren ein paar Positionen mit Sicherheit so besetzt, wie wir auch in Wiesbaden spielen wollen. Trotzdem denke ich, dass noch zumindest gedanklich bei uns vom Trainerteam her 3-4 Positionen auch noch vakant und offen sind und dementsprechend sich auch die Spieler präsentiert haben, dass sie gezeigt haben, dass sie unbedingt in die Mannschaft wollen. Also ich würde mich heute noch nicht festlegen, dass diese Mannschaft, die von der ersten Minute an auf dem Rasen stand, dass sie dann auch in Wiesbaden anfängt. Als Trainer hat man ja immer ein Gefühl, auch unmittelbar, was die eigene Mannschaft betrifft. So wenige Tage jetzt vom Ernst der Lage, dann wieder kommende Woche. Wie ist Ihr Gefühl in Bezug auf, ja, nicht nur Geist, aber vielleicht auch Hunger, auch was die Jungs betrifft, dass es dann wieder losgeht? Ich glaube, das haben wir in der gesamten Vorbereitung gesehen, dass die Mannschaft hungrig, willig und auch gierig ist, auf die 29 Punkte so viel wie möglich noch drauf zu satteln. Das hat sie mit der Einstellung in jeder Trainingseinheit gezeigt und auch, auch mal sogenannte Schweineeinheiten, die an die körperlichen Grenzen gingen, die auch mal wehtaten, dann auch sehr positiv absolviert. Und
wenn man dieses Spiel heute auch gegen Lok Leipzig gesehen hat, die in der vierten Liga spielen, dass trotzdem mit hoher Konzentration begonnen wurde, dass trotzdem versucht wurde, sehr guten Fußball zu spielen, dann auf der anderen Seite auch sauber zu verteidigen. Das zeigt schon, dass die Mannschaft gewillt ist, ihre Leistung, die sie in der Hinrunde gezeigt haben, auch in der Rückrunde zu bestätigen. Das Hauptaugenmerk aus Ihrer Sicht jetzt für die noch bevorstehenden Tage bis Wiesbaden, wo denken Sie, werden Sie besonders nochmal das Augenmerk drauf legen? Ja, wir werden definitiv noch ein bisschen taktischen Feinschliff brauchen, auch wie die Wiesbadener spielen, dass wir für diese Fragen die richtigen Antworten finden. Auf der anderen Seite liegt sehr viel Wert auf der Spritzigkeit, auf der Schnelligkeit, auf der geistigen und körperlichen Frische, die wir brauchen. Standardsituationen werden nochmal eine große Rolle bei uns spielen, aber auch verschiedene Laufwege in der Umschaltbewegung nach Balleroberung, wo wir heute sehr gute hatten. Ich meine jetzt von der Balleroberung, auch die Laufwege gepasst haben, aber der finale Pass dann in die Tiefe nicht immer so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Und da brauchen wir auch noch eine Feinjustierung und da werden wir auch noch ein bisschen ansetzen. Danke. Bitte. In den beiden letzten Pflichtspielen des vergangenen Jahres haben Sie auch mit Dreier- bzw. Fünferkette gespielt und jetzt heute wieder damit begonnen. Ist das jetzt so ein bisschen die erste Wahl? Ja, ich glaube, dass die Mannschaft sich sowohl in der Viererkette als auch in der Dreier-Fünferkette sehr wohl fühlt und das taktische Verständnis auch mitbekommen hat, das zu 100% umzusetzen. Und diese Art und Weise, Fußball zu spielen in den letzten beiden Partien gegen Regensburg und Fürth, war etwas dem Gegner geschuldet, weil sie natürlich in vorderster Linie teilweise mit 4-5 Mann agierten und wir da definitiv das Risiko nicht eingehen wollten, da in Unterzahl zu kommen in der hinteren Kette, sodass wir da auch auf den Gegner reagiert haben. Das wird jetzt auch von den nächsten Erkenntnissen vom letzten Spiel von Wiesbaden, vom letzten Test und wie sie erfolgreich in der Hinrunde gespielt haben, eine Rolle spielen, wie wir in Wiesbaden agieren. Aber die Mannschaft hat beides drin und dann werden wir sehen, welche Spieler für welches System am besten geeignet sind, um erfolgreich Fußball zu spielen in Wiesbaden.